Hey Leute und willkommen zu Let's Play Hero Zero Server 18. Wir haben den Vollausbau geschafft, sind jetzt ja voll ausgebaut. Das war heute Morgen um 11 in dem Dreh rum, haben wir den Vollausbau gemacht. Ja, und jetzt, das wollte ich eigentlich nur sagen, und das war's. Haut rein. Ciao. Nee, Spaß. Ich bin mittlerweile 161 und der Begleiter Valo, den hat jetzt wahrscheinlich eh jeder, der hat eine spezielle Fähigkeit ab Level 20. Erhöht den Schaden deiner Wurfwaffen um 20%. Das heißt, wenn du 1000 Schaden machst mit deinen Wurfwaffen, erhöht es sich um 20%, also 1200. Ganz einfach. So, also Valo hat jetzt, denke ich mal, jeder, weil der Ball, der war hier ungefähr. Wenn man eine Mission annimmt. Ja. Da war der ungefähr. So, jetzt habe ich auch. Ich habe auch noch Heldentaten. Nicht Heldentaten, sondern Heldennotrufe. Ich habe noch 3 Stück offen. Und hier kriege ich nochmal 60 Energie. Dann von der Liga nochmal 45. Vom Heldenversteck. Ich wollte nämlich noch ein paar Angriffe machen. Mir fehlen noch 9 Stück, dann habe ich wieder hier 45. Also, ich habe heute noch viel Energie. Sehr, sehr viel. So, machen wir die mal schnell fertig. Ich wurde ja voll fertig gemacht. Toll, okay. Dann wird es wahrscheinlich nichts jetzt mit den Angriffen, weil ich habe jetzt keine Lust, Donuts auszugeben. Ich war nämlich am 24.03. erster Platz mit, ich glaube, 450 Angriffen oder sowas. Und habe hier dieses Cape bekommen. Ironisches Mäntelchen des Zusammenhaltes. Ist schon nice. Also sieht auch recht gut aus. Auch wenn man das nicht so sehr sieht. Weil ich so fett bin und Valo im Weg steht. Aber an sich hat es sehr gute Werte. Und oh, ich habe so wieder so Kackmissionen. Weiß nicht, soll ich das machen? Es gibt schon viel Geld, aber ich will eigentlich. Ich will viel Erfahrung, weil ich bin nämlich im Wochenturnier. Bin ich gerade nicht sehr gut dabei. Gerade mal Platz 71, aber ich kann ja auch nochmal nachfüllen. Dann kriege ich noch 150 extra Energie. Also. Ja, ich habe ja auch noch ein paar Heldentaten, die Energie geben. Wie viel habe ich denn insgesamt? So. Noch 5 Heldentaten. 50 Energie. 21, 35, 30 und wahrscheinlich nochmal 30, 36, so. Also, die würde ich mir aber aufsparen, weil nächste Woche oder beziehungsweise wann endet denn die HeroCon? Steht ja immer hier Turnierende 28.03. Und wir haben den 26. Also morgen ist Donnerstag, Freitag. Nee, morgen ist Mittwoch. Nein, morgen ist Mittwoch. Das heißt, am Freitag beginnt die neue HeroCon. Wenn ich jetzt richtig. Ja, am Freitag beginnt die neue HeroCon. Beziehungsweise Donnerstagabend endet die und dann fängt die Donnerstagabend an. Und in der nächsten HeroCon kriegt man Punkte für jede abgeschlossene Kampf, also Mission. Deswegen empfehle ich, Kampfmissionen zu machen. Ich empfehle sowieso, Kampfmissionen zu machen. Weil die einfach viel mehr bringen als Zeitmissionen. Zeitmissionen sind für mich der größte Dreck. Das ist total. Ne. Finde ich nicht schön, Zeitmission. So, wir sind gerade Platz 9 vom Team her. Ja, wir haben leider einen Teamkampf verloren, den wir nicht verlieren hätten sollen, können, würden, keine Ahnung. Und vom Ausbau her sind wir ja jetzt unter den ersten 6. Disturbed hat 91%, die werden wahrscheinlich das nächste Team sein, das voll den Vollausbau hat. Oder es ist Heldenlounge. Die haben nämlich auch viel ausgebaut. Aber ansonsten sind wir das sechste Team hinter Daily Heroes. Die waren nämlich vor uns fertig. Aber von der Ehre sind wir gerade Platz 9. Nicht sehr schön. Vor allem frage ich mich, wie mein Platz auf Platz 3 sein kann. Die sind doch gar nicht so hoch. Also, Penny. Penny kenne ich doch. Penny kennt man. Erstmal zu Penny. Naja, eigentlich
Penny ist doch eine Hero Zero Spielerin von den vorherigen Servern, die man kennen sollte. Sollte, ja. Ich glaube schon. Und, ich bin ja auch ganz wichtig hier. Ich bin jetzt in der Super Hero Liga. Ja, ich verliere eigentlich fast jeden Kampf. Ich kann mal ja kurz gucken in der Liga. Das ist ja die allerhöchste Liga. Seht ihr das auch? Rang 0. Wie kann der Pave Easy ist so OP, dass er anstatt Rang 1 Rang 0 ist. What? Er kriegt nicht mal eine Belohnung. So OP ist der. Ja, also der erste Platz ist wieder offen. Das da, du kannst dir den schnappen. Also, was? Also, das ist echt gerade ein Fehler. Ich mache das nochmal nur zu. Ja, hier. Ich dachte schon. Pave Easy wird gar keine 20 Fähigkeitspunkte bekommen. So, ich müsste irgendwo hier unten sein. Ich kann auch einfach 0 eingeben. So. Ja, 57. Passt. 2509 Liga-Punkte. Ist nicht so schlecht. Ja, okay, geht besser natürlich. Aber ich habe hier noch Gegner. Die werde ich angreifen und dann kriege ich 45 Energie. Das ist sehr schön. Oh, 5. Oh, das sind schöne Missionen. Die hätte ich gern jeden Tag für immer. Ich muss wirklich so oft Missionen erneuern. Das ist echt krank. Das ist wirklich krank. So, bitte. Ich muss ihn schaffen. Weil ich habe schon die ganze Zeit gegen ihn verloren. Ah. Ich glaube, ich verliere schon wieder. Weil er darf anfangen, das ist halt echt blöd. Und mein Valo hat noch keine Fähigkeiten. Und allgemein hat er. Natürlich crittet er mich. Ich habe eine 20%ige Chance auszuweichen. Ich müsste jetzt mindestens einmal schon ausgewichen sein. Ich weiche nicht einmal aus. Ich fasse es nicht. Also, wenn ich nicht einmal ausweiche. Ja. Danke. Vielleicht jetzt nochmal. Danke. Ah, nee, ich glaube, ich verliere das. Nee, ich schaffe das nicht. Mist. Außer ich würde critten. Oh. Bitte. Oh. Jetzt ausweichen und treffen. Und dann crittet er mich. Nee. Also, ich will den nochmal angreifen. So. Ah, jetzt habe ich angefangen. Und ausgewichen. Perfekt. Oh mein Gott. Es sieht gut aus. Es sieht. Ich mache schon wenig Schaden irgendwie, kommen wir so vor. 1896 habe ich. Warum mache ich so wenig Schaden? Ach, ich überspringe jetzt, oder? Ah, sehr schön, ich habe gewonnen. Gewonnen. Endlich habe ich den durch. Und jetzt kriege ich auch noch 22.000. Nee, ich mache das nicht. Ich habe nämlich gerade gute Missionen. Dann ziehe ich das hier mal an. Und mich hat jemand angegriffen, der Ando. Ich greife lieber den Hannes an. So, den haben wir auch besiegt, sehr schön. Und jetzt habe ich hier einen Gegenstand gekriegt. Der Valo muss wirklich noch Level abkommen, weil die Fähigkeit von der Schippe springen, die ist sehr gut, weil wenn ich eigentlich sterben würde, sterbe ich nicht dadurch. Und meine Leben werden auf einen Trefferpunkt reduziert, beziehungsweise nicht reduziert. Also, ich kann halt eine Runde nicht sterben, sozusagen. Das ist halt wirklich wichtig, weil manchmal kann ein Hit alles entscheiden. Und die Fähigkeit ist schon recht stark, finde ich jetzt persönlich. So. Das war jetzt genug langweiliges Gequatsche. Ich habe noch was vor. Meine Energie spielen und auch normale Sachen. Und ich würde sagen, wir sehen uns. Nee, morgen nicht, aber übermorgen ungefähr. Also, haut rein und schönen Tag noch. Ciao. Two, number one, one, two, three. I like good pussy and I like good trees. Smoke so much weed, you wouldn't believe. And I get more ass than a